Ja, moin moin und damit willkommen zu einem Jahresrückblick 2018. Der letzte Jahresrückblick von 2017 ist exakt ein Jahr her. Den habe ich am 28.12. hochgeladen und daher lässt sich das Ganze gut vergleichen. Ja, letztes Mal hatte ich 700 Abonnenten. Jetzt sind wir fast um 1000 Abonnenten gestiegen. Ein paar fehlen noch, die kriegen wir sicherlich auch noch. Wir sind jetzt bei 1666. Eine schöne Zahl, wie ich finde. Und ja, da lässt sich auf alle Fälle drauf aufbauen. Was ist denn in diesem Jahr passiert? Eine ganze Menge. Ich fange einfach mal mit dem YouTube-Kanal an. Dann haben wir das hinter uns. Zunächst schauen wir uns mal an. Ich habe hier natürlich ein paar Tutorials mitgemacht. Die gab es auch schon im Vorfeld. Natürlich mit meinem Spezial, die 150 Abonnenten. Aber da habe ich noch eine ganze Menge hinterhergeschoben. Fünf Elemente weiteranzeigen. Wir gucken uns gleich nochmal die Playlist an. Ich habe viele Tutorials hochgeladen und werde auch noch weitere Tutorials im Verlauf erschaffen. So sage ich einfach mal. Wer da bestimmte Interessensgebiete hat, der kann mir gerne nochmal schreiben. Wenn ihr ein gewisses Tutorial sehen wollt, wenn euch noch irgendwas interessiert, dann schreit einfach laut, dann werde ich mich darum kümmern. Ja, ansonsten die Pen & Paper Buchrezensionen sind dann auch natürlich weitergegangen. Die haben wir schon im letzten Jahr gehabt. Wir haben hier weitere 30 Elemente zum Anzeigen. Da mache ich ja fleißig weiter und da wird es demnächst natürlich auch im Jahr 2019 weiteres Material zu geben. Freue ich mich schon drauf. Ich bin immer sehr gespannt. Ich gehe einfach mal jetzt hier, anstatt dass ich runterscrolle, gehe ich jetzt einfach mal auf die gesamten Playlists und da haben wir sie. Wir fangen einfach mal von unten an. Splittermond, das war alles von letztem Jahr. Hexen, hier haben wir angefangen, das war im Februar. Da haben wir den Schnellstarter getestet, eine Runde Hexen gespielt. Wer das also noch nicht gesehen hat, gemeinsam noch mit einem Interview mit Mirko Bader, dem Erschaffer, dem Hexenmeister, der kann sich das nochmal ansehen. Das Interview ist auch nicht veraltet, denn damals gab es das System noch nicht, beziehungsweise die Box ist noch nicht rausgekommen. Es ging nicht so sehr um die Box und das Erscheinungsdatum an sich, sondern es ging ganz generell darum, was ist überhaupt Hexen und wo kommt Mirko her. Das Interview kann man sich also zeitlos immer noch ansehen. Ja, dann haben wir das Jahr des Feuers bzw. den Prequel angefangen. Statt der 1000 Augen und dann auch darauf aufknüpfend die Mission des Raspyrus, also die Vorbereitung zum Jahr des Feuers, was wir dann natürlich auch angefangen haben. Ja, wir haben dann das kaiserliche Turnier gespielt und anstatt dann dem eigentlich zweiten Abenteuer habe ich dann eine eigene Version von eigenen Gnaden erzählt. Also wie ist die Wildermark entstanden, wie ist der Partien gefallen und dann schlussendlich sind wir aktuell im Jahr, wo es dann darum geht, dass Werheim untergeht und fällt. Was haben wir noch gemacht? Wir haben Cthulhu Now gespielt, die Alpha Deepwater, ein Abenteuer auf einer Bohrplattform mit ein paar Spielern, die ich vorher noch nicht dabei hatte. Wir haben The Genesis gespielt, Katharsis mit Wulfen. Da war ich nicht der Spielleiter, sondern ein Spieler, hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Würde ich gerne noch weiter fortsetzen. Das System ist so lala, die Welt dazu ist hervorragend, zumindest finde ich das. Beim RPG A Day habe ich mitgemacht, da habe ich dann so ein paar eigene persönliche Fragen beantwortet rund um mich und meine Rollenspiel-Vita. Wen das also noch interessiert, die Sachen sind auch alle sehr zeitlos, die kann man sich auch immer noch ansehen, auch wenn die Videos im August herausgekommen sind. Wir haben Simbarum gespielt, das gelobte Land, das haben wir auch abgeschlossen. Die Parts dazu fehlen noch, die muss ich mir mal ansehen, ob die von der Tonqualität in Ordnung sind, denn da habe ich mein neues Mikrofon ausprobiert und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die Tonqualität dann so nehmen kann oder nicht, muss ich mir nochmal ansehen. Ja, Feind meines Feindes, da haben wir dann Cthulhu in den 1920ern gespielt, da ging es um ein altes Herrenhaus, eigentlich ein dreiteiliges Abenteuer. Wir haben nur ein Abenteuer gespielt in einem One-Shot, das hat aber allerdings mir in meinen Augen gereicht. Schauen wir mal, ob ich noch das zweite und das dritte Abenteuer nachliefere. Wer mehr dazu wissen möchte, der kann sich die Sachen ja zulegen. Dann habe ich ausprobiert, weniger Pen and Paper, mehr Rollenspiel. Ich habe SW Thor mal angemacht und dann so versucht, das so hinzuschneiden, dass sich tatsächlich sowas wie eine Art Film ergibt, ein The Old Republic-Film. Ob das Anklang gefunden hat, weiß ich selber nicht genau. Ich habe zwar ein paar Daumen hoch bekommen, aber die Views waren noch nicht so, dass ich gesagt habe, ja, sollte eine Priorität bekommen. Ich will euch damit auch nicht nerven, weil, naja, es ist ein Pen-and-Paper-Kanal und ich könnte mir nochmal überlegen, ob ich sowas wie Brettspiele mit reinnehme, wenn euch das interessiert. Aber ich habe erstmal dieses Rollenspielprojekt eingefroren, nicht komplett eingestampft. Vielleicht geht es da weiter. Ich habe noch weitere Sachen zu diesem in Anführungsstrichen Spielfilm da, aber erst einmal zurückgestellt. Ja, Jahr des Feuers, wie gesagt, kaiserliches Turnier.
Und ich habe mir Call of Cthulhu angesehen. Hat auch weniger mit Pen and Paper zu tun, aber dachte mir, zu Halloween kann man das mal ausprobieren und dann mal einen Computerrollenspiel-Livestream. Dann ganz herzlichen Dank an meine Patreonen, denn ich habe nicht nur eine eigene Homepage, sondern ich kann mir dann dadurch eben auch mal den Webspace leisten, um dann für euch zu podcasten. Wer das also noch nicht gesehen hat, der kann dann sich die aktuellen zurzeit 5 Folgen anhören zu Setting, Beschreibungen, hör mal auf, hier oben zu hovern. Ja, genau, der Frostcast. Wir gucken uns Weltenbeschreibungen an zu, ja, Warhammer 40k, die Welt der Dunkelheit, Warhammer Fantasy, die Hollow Earth Expedition und Legend of the Five Rings. Wer also nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, der sollte sich diese Podcasts anhören. Wir reden dann nicht über Regeln, sondern nur darum, worum geht es in dieser Welt. Und ich habe auch hier Actual Plays hochgeladen als Podcast, also dann nicht als Video. Wir haben eine Mischung aus Warhammer 40k und Cthulhu gespielt und da ging es um Nörgel. Ja, ansonsten, ja, auch Blog, da bin ich aktuell weiter aktiv und da wird auch noch ein bisschen mehr kommen. Das letzte Mal hochgeladen am 19. Dezember. Schauen wir mal, inwiefern ich das noch weiter verfolge. Solange ich fleißig Leser finde, wird es da auch noch weitergehen. Wie gesagt, Podcast habe ich noch viel vor. Schaut einfach mal rein. Ja, YouTube, das ist nichts, was ihr nicht schon kennt. Livestreams, Blog. Ja, Support. Ihr könnt mich natürlich auch bei Patreon supporten, wenn euch das ja, gewogen wäre. Müsst ihr aber auch nicht machen. Aktuell freue ich mich da über jeden, der mitmacht. Befreundete Projekte, ja. Jägerscast, die Nummer 4, das kennt ihr höchstwahrscheinlich schon, denn das war im letzten Jahr der Fall, auch im Jahresrückblick. Dann habe ich Ankh-Dashed gespielt. Das ist Cthulhu im Jahre 1890. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und ich habe die Flucht aus der Irrenanstalt geleitet bei Radio Kastriert. Die Folge 57. Da einfach auch mal draufklicken, wenn euch das interessiert. Mit sehr, sehr schönen Soundeffekten hinterlegt. Und definitiv hörenswert. Ja, ansonsten, ich bin bei den DSA News mit eingestiegen. Bei Pen and Paper News ebenso. Das bedeutet, wer die DSA News das ein oder andere Mal verfolgt, der kann dann auch hier, naja gut, das ist jetzt ein Artikel über mich, aber ich habe auch selbst Artikel geschrieben. Ja, wer da noch nicht reingesehen hat, der kann doch die DSA News noch einmal abonnieren. Genauso verhält sich das natürlich auch mit den Pen and Paper News. Ich habe dank Patreon auch ein neues Mikrofon bekommen. Das hört ihr jetzt aktuell, das ist jetzt gerade angeschlossen, klingt in meinen Augen ein bisschen voller. Ich muss mich selbst noch ein bisschen dran gewöhnen, aber das Alte hat einfach den Geist aufgegeben und da musste ein neues her. Wir haben eine Verlosung gemacht für unsere 1000 Abonnenten. Da ganz herzlichen Dank an Tanja. Die hat ja uns beim letzten Mal beliefert und das habe ich euch dann zurückgegeben. Ob ich sowas für die 2000 Abonnenten nochmal mache, ja, ist natürlich abhängig von euch, ob wir das schaffen und ob ich einen Spender, einen Gönner finde, einen Mäzen. So, dann lade ich euch nochmal ein in einen Überblick in die Statistik, die von Google erstellt worden ist, beziehungsweise von YouTube. Und das ist dann tatsächlich ein direkter Blick hinter die Kulissen. Ich blende jetzt einfach mal die Grafik ein und dann gucken wir uns mal an. Ja, erstellt den Kanal habe ich im Jahr 2006, das ist also schon ganz schön lange her. 12 Jahre. Und ich habe natürlich in der Zeit noch nichts gemacht. Ich habe da eher dann die 5 Sterne vergeben. Für Videos, die mir damals gefallen haben. Es gibt auch noch ein paar, ja, ich habe tatsächlich auch schon ein paar Videos damals hochgeladen. Das waren dann aber so Real-Life-Blogs, in Anführungsstrichen, Sachen aus der Universität und so. Ja, nicht weiter wichtig. So, Wiedergabezeit. 1.470.000 Minuten, das rechnen wir einfach gerade mal um. Die Minuten umgerechnet in Tage sind 1020 Tage, beziehungsweise das sind 2,79 Jahre. Das heißt, ihr alle zusammen habt in einem Jahr 2,79 Jahre auf meinem Kanal verbracht. Oh, das ist ganz schön krass, finde ich. Ja, durchschnittliche Wiedergabedauer sind aktuell 7 Minuten. Das heißt, wenn meine Videos so um die 30 Minuten lang sind, dann guckt ihr euch die halt dreimal an, bis ihr das durch seid. Aber naja, gut, es gibt halt auch mal wieder welche, die sich nur eine Minute oder so angucken und dann wegklicken, weil sie keinen Bock mehr haben. Das gibt es natürlich überall. Es gibt dann noch so ein paar kleine Ankündigungsvideos, die dann eh nur 3 Minuten dauern. Aber roundabout bin ich damit schon ziemlich zufrieden.
Das kann natürlich noch ein bisschen nach oben gehen, aber gibt natürlich immer wieder welche Leute, die dann wegklicken. Die kriege ich einfach auf dem Kanal auch nicht weg. Gibt auch dann, ich weiß nicht, das Cthulhu-Video, was ich mal hochgeladen habe mit einem Filmausschnitt. Das ist, glaube ich, auch nur 3 Minuten lang und das ist eins der Videos, die dann eben auch in Amerika geguckt werden und naja, die verschwinden dann halt eben nach 3 Minuten wieder, weil sie sich für den Rest nicht interessieren. Aufrufe 207.000, das ist auch zufriedenstellend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was das am Anfang für ein Peak war. Ich glaube, da wurde das Cthulhu-Video nochmal in die Trends irgendwie gehoben in Amerika oder so. Ich weiß nicht, warum das da nochmal mehr geklickt worden ist. Das sind jetzt leider nicht alles die reinen Actual Plays, die da geguckt werden. Das sind dann eben diese ganz stetigen Klickzahlen. Die könnt ihr dann ja das Jahr über sehen. Das sind dann die normalen Klicks, sag ich einfach mal. Mag ich Bewertungen 8000 zu 170 mag ich nicht. Da gucke ich gerade mal, inwiefern das im Kontrast steht. Das sind im Mittel 50 Daumen hoch und ein Daumen runter. So ganz grob habe ich das eben gerade mal versucht zu berechnen. Finde ich ganz cool. Also 50 Leute, die dann das, ja, den Inhalt von mir mögen. Und einer mag es dann nicht. Also da auch ganz herzlichen Dank für die zahlreichen Daumen hoch. Kann ich immer gebrauchen, egal auf welchem Video. Das hilft mir, dass ich den Kanal größer bekomme, weil einfach die Videos auf der rechten Seite dann vorgeschlagen werden. Ja, Kommentare, da kann man dann immer so ein paar Peaks sehen. Das kommt höchstwahrscheinlich dann durch die Livestreams zustande. Jetzt gerade die beiden Peaks gegen Ende, das sind dann wohl der Halloween-Stream mit Cthulhu. Und ja, ich muss einfach mehr livestreamen, dann kriege ich auch mehr Kommentare rein. Muss ich mir selbst mal in die Nase packen. Geteilte Inhalte, Videos in der Playlist, Abonnenten, genau, wir haben 950 dazu bekommen, da wird es nochmal angezeigt. Bin ich sehr zufrieden mit. Wie gesagt, geht auch noch größer, geht auch noch mehr. Wenn ich da jetzt mir die Rocket Beans ansehe, die sind ja natürlich auch unglaublich Pen and Paper begeistert zurzeit und auch die Orkenspalter, beziehungsweise Orkenspalter TV hat ja auch die 25.000 Aufrufe beziehungsweise Abonnenten. Ja, da sieht man einfach, dass der Markt eben noch nach dahin offen ist und die Nachfrage besteht. Ja, was ich ganz cool finde, männlich-weiblich, 90 zu 10, das geht natürlich auch noch ein bisschen besser. Ich freue mich dann natürlich über jeden weiblichen Zuschauer, der mir gewogen bleibt. Ich mag einfach alle meine Zuschauer, völlig egal, welches Geschlecht sie haben. Aber das finde ich ganz spannend, dass dann tatsächlich ja, 160 Frauen meinen Kanal mehr oder weniger verfolgen, finde ich so, das hört sich schon mal nach viel an. Ja, das so die kleine Statistik zu meinem Projekt. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ich in diesem Jahr fabriziert habe. Als Ausblick, was möchte ich noch tun? Natürlich jetzt in der dunklen Jahreszeit im Winter habe ich noch vor, so ein paar Horrorsachen zu machen. Schaue ich mal genau, was es dann wird, ob es dann wieder Cthulhu ist oder was anderes. Sowas wie der Schatten des Dämonenfürsten. Ich habe auch im letzten Jahr schon gesagt, ich möchte mehr Splittermond machen. Das möchte ich auch in den nächsten Jahren machen. Splittermond ist einfach ein super System. Ich muss einfach nur dazu kommen, dass ich entweder selbst die Regeln dann mal so lese, dass ich leiten kann und dass ich dann eine Gruppe dafür finde oder dass ich Olsberg nochmal überzeugt bekomme, mit mir zu spielen. Das hat er auch getan in diesem Jahr. Ich habe mit Olsberg Splittermond gespielt, aber ich durfte die Folge dann nicht hochladen, weil ein Spieler sich dagegen gesperrt hat. Ja, aber ansonsten, ich habe vor, viele neue Sachen zu rezensieren. Ich möchte meine Homepage ausbauen, ich möchte mehr Podcasts machen, ich möchte ja ganz generell einfach größer werden. Das ist so das Ziel. Einfach weil mir das Spaß macht, einfach weil ich auch sehe, dass es euch Spaß macht und dass ich dann anderen Leuten die Begeisterung nahebringen kann. Ja, wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, schreibt mir einfach, ob es ein Tutorial ist, ob es eine Spezialfolge ist zu irgendwas, ob es ein Livestream ist, ob ich irgendwelche Leute einladen soll. Ich habe ja in der Vergangenheit für die Drachenzwinge, jetzt unabhängig von meinem Kanal, habe ich ja eine Lesung arrangiert mit Bernhard Hennen und Robert Corbus. Die haben aus ihrem DSA-Roman Totenmeer gelesen. Und wenn euch da noch irgendwen an wer einfällt, den ich mal fragen könnte, irgendein Autor, irgendein Redakteur, Rollenspiel oder nicht, ja, schreibt mich einfach mal an. Dann gucke ich mal, ob mir da irgendwelche Fragen zu einfallen und ob ich den oder diejenige davon überzeugt bekomme, dass er mir Rede und Antwort steht.
Ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, dass ihr mir in diesem Jahr gefolgt seid. Und ja, damit sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, 2019. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich bin damit raus. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.